Was geht, Leute? Mein Name ist Elias. Willkommen back bei Slime Ranger 2. Heute mal weiter in unserer kleinen Welt, wo wir alle Slime einfangen wollen. Und der zweite Teil ist bis jetzt sehr, sehr geil. Gefällt mir gut. Man weiß wirklich nie, was man von zweiten Teilen halten soll. Manchmal sind sie sehr gut und manchmal halt auch nicht. Aber bis jetzt ist dieser sehr gut. Ich meine, er sieht nicht nur gut aus, sondern er macht auch mega Spaß. Heute werden wir weitermachen mit Slime Ranger 2 und einfach unsere Farm erweitern und einfach weiterkommen und mehr Geld bekommen. Denn ihr wisst ja, Geld ist hier ein großer Aspekt des Spiels. Wir wollen so viel Geld wie möglich bekommen. Es macht Spaß, Geld zu verdienen, was soll ich sagen? Schaut auf, du kannst abonniert das alles von oben, wenn du mehr von Slime Ranger 2 sehen willst. Okay, wir sind wieder zurück. Was ziemlich nice ist auf jeden Fall. Okay, die chillen auch dort. Die sind mega happy irgendwie. Hey, hätte ich mich selbst eingesperrt. Oder wie auch immer. Wir haben auf jeden Fall 129, was nicht allzu viel ist. Und hier wachsen die Sachen sehr, sehr langsam, was ein bisschen schade ist. Nun, lass mich überlegen, was wir überhaupt machen wollen. Wie hat sich gesammelt? Ein bisschen was. Genau, sagen wir erstmal alles ein hier. Dann werden wir ein bisschen mehr Geld bekommen. So, schön verkaufen. Wir haben jetzt über 300, nicht schlecht. Die Frage ist, warte mal, lass mich kurz auf die Karte schauen. Wir können auf jeden Fall hier hingehen, so wie es aussieht. Hier war doch ein Gordo, oder nicht? Oder wie auch immer. Dann können wir noch in diese Orte hier gehen, was auch mega interessant ist. Und rechts könnte, hier oben und so. Ich weiß nicht, ob das irgendwas ist. Könnte aber auch irgendwas sein. Die Map ist halt wirklich gigantisch. Das ist quasi das Ding. Und hier haben wir auch noch Platz für bestimmte Sachen, was sehr schön ist. Ah ja, genau. Wir haben hier noch diese Phosphor-Slime. Das ist das Ding. Aber bei denen müssen wir noch ein bisschen warten. Okay, hier hat sich auch kaum was gesammelt. Ich glaube, wir gehen einfach mal jetzt auf ein Abenteuer. Und ich glaube, ich werde die Phosphor-Slime... ich weiß nicht. Okay, ich habe eine Idee, Leute. Und zwar, wenn wir das tun. Passt auf. Wir machen hier noch ein Gehege hin. Ja. Und packen sie da rein. Und wahrscheinlich werden sie sowieso sterben, richtig? Weil die können ja nicht im Sonnenlicht sein, glaube ich. Oh nein, komm mal raus. Oh nee. Okay, wie viel? Oh mein Gott, die können leider fliegen. Oh mein Gott, scheiße, das ist gefährlich. Ja, die kommen leider, die kommen alle raus. Okay, also das bringt gar nichts gerade. Das war Geldverschwendung. Wisst ihr was, ich werde sie erstmal entfernen, würde ich sagen. Ja, ihr könnt mich mal, haut ab. Wir gehen jetzt mal nach weiteren Slimes gucken. Es gibt noch ein paar Slimes, die würde ich gerne bekommen, ehrlich gesagt. Und ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Und hier war ich anscheinend auch noch nicht. Dafür brauchen wir ein Jetpack, stimmt. Oh, da muss ich mich diese Folge auch noch drum kümmern, auf jeden Fall, um die Jetpack-Geschichte. Oh mein Gott, hier hat sich ja jeder transformiert. What the hell? Okay, das ist crazy, Bro. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Keine Sorge, ich will euch nicht stören. Macht durch euer Ding. Okay, wo lang war das jetzt? Nach links, oder? War das hier, oder? Ich glaube, ja. Hier müsste irgendwo ein Teleporter sein. Da hinten ist er. So, wir schauen uns nach neuen Slimes um und nach neuen Sachen, die wir finden können. Okay, wir sind da. Let's go. Okay, dann lass mal sehen. Dieser Baum da hinten sieht echt geil aus. Ist ja so blau und pink. Damn. Ich meine, stimmt, die Bäume sind hier entweder blau oder die sind rot. Ja, ich habe pink gesagt. Ne, ich meinte natürlich rot. Sah halt aus wie pink. Hier gibt es halt mehr Phosphor. Und das Ding ist... Hier kann es passieren, dass viele Tars entstehen, weil hier mehrere Slimes aufeinander sind. Hühner. Wir könnten eine Hühnerfarm erstellen. Das können wir 100% nicht tun. Ich weiß noch nicht genau wofür, aber ich denke, das könnte sehr wichtig werden. Deswegen, ich nehme mal die Hühner mit. Oh, wir haben das erste Mal eine Gockel aufgehoben. Da haben wir einen Stein. Warte mal. Oh, wieso geht das nicht kaputt? Okay, jetzt geht's. Ja, ist ein bisschen Geld sogar drin, ne? Hallo? Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich es bekommen habe oder nicht, das Geld. Wenn, dann war es auf jeden Fall nicht viel. Okay, warte mal, war ich hier schon? Ganz kurz, okay, ich renne da jetzt mal lang. Das Ding ist, ich würde gerne eine Stelle finden, wo wir die Map freischalten können. Oh mein Gott, was haben wir hier Schönes? Okay, die blauen habe ich schon, ne? Ja, die erscheinen einfach vor mir, das ist so cool. Da hinten ist was Neues, glaube ich, oder? Habe ich da irgendwas gesehen? Oh, das sind einfach nur Hühner. Wow, wir haben Küken freigebekommen. Wie süß, aber du musst sterben. Hier ist eine Tür. Okay, die Frage ist aber, wie geht die auf? Warte, gib mir den Stein. Gib mir den Stein. Ah, ne, den kann man nicht aufheben. Oh, genau, hier haben wir euch. Alles klar. Ja, ich kann mich erinnern, hier war ich schon mal. Aber wieso sehe ich keine... Sind die Slimes unsichtbar oder wieso kann ich sie nicht sehen? Okay, ich weiß nicht genau, wieso ich sie nicht sehen kann. Autsch. Okay, das tut weh. Ich habe auch nicht so viel Leben. Deswegen, das ist ein weiteres Problem. Okay, ich nehme mal ein paar Hühner mit, würde ich sagen. Ist das mein Zuhause dort? Warte mal. Gucke ich auf mein Zuhause? Oder nee, das ist nicht mein... Was ist das da hinten? Holy moly. Okay, das ist halt episch. Muss ich wirklich sagen. Ja, leider finden wir aber auch keine Jäger-Slimes hier. Oh, da ist ein... Oh, wilde Slimes. Scheiße, du bist gemein. Wir finden irgendwie nur die Kombination. Mehr finden wir aber nicht gerade. Oh, was ist das hier? Upgrade ist nötig. Ernsthaft? Da können wir das ernten. Okay, war ich hier schon? Ich weiß halt wirklich nicht, wo ich schon war und wo ich noch nicht war. Wir können aber... Oh, das ist ein Tars. Ja, das Ding ist, wir werden leider viele Tars sehen und der Weg zurück wird hoffentlich ein bisschen einfacher sein. Oh mein Gott. Bin ich in der neuen Gegend oder... Warte, wir kamen hierher. Okay. Oh, Honig. Let's go, Honigschleim. Wir müssen davon ganz viele mitnehmen. Die sind sehr viel wert. Die gab es auch im ersten Teil. Ich bin mir auch ziemlich sicher, es werden viele... sich, wie soll ich sagen, quasi wieder dazukommen, die beim ersten Teil dabei waren. Also ja, feiere ich schon sehr, muss ich sagen. Aber diese Türen, was ist mit diesen, ach hier, das ist ein was? Was ist das für ein Slime? Ach so, ein blauer. Das ist ein blauer, ich weiß schon, was es ist. Gib mir mehr Honigslimes und vielleicht ein paar mehr Hühner. Autsch. Wir werden auf jeden Fall das Gehege nutzen für die Honigslimes. Dafür brauchen wir auf jeden Fall einen blauen Plot, was in der Regel kein Problem sein sollte. Hier haben wir auch mehr Hühner, den nehme ich mit. Ich weiß doch wirklich nicht, wo ich bin, aber es ist eine neue Gegend, weil sonst würde sie mir bekannter vorkommen, würde ich sagen. Upgrade ist nötig, um dich zu ernten.
ernten. Also wir können sogar das ernten. Ziemlich cool. Sieht aus wie Pilze oder so. Was ist das? Oh mein Gott. Warte, wir müssen die Küken wegschmeißen. Kein Mensch braucht Küken in seinem Leben. Angler-Slime. Der ist neu. Wir haben einen neuen Slime, den Angler-Slime. Warte mal, ich muss kurz nachsehen. Der isst gerne Fleisch. Okay, der wird wahrscheinlich auch viel geben. Und der Honig-Slime hat was gegessen? Honig-Slime ist am liebsten süßes. Ja, okay, genau. Okay, sehr gut. Und Mango ist sein Lieblingsessen. Denn das hat uns so sehen die Kombination aus. Oh, voll niedlich. Okay, das ist schon cute, muss ich sagen. Alter, hier kommen mehr raus. Let's go. Ich nehme euch mit. Gefällt mir. Oh, das ist. Warte mal, wo bin ich jetzt? Hey, ich bin ja nicht mal so weit gegangen. Ich habe das Gefühl, oh mein Gott, hier sind so viele davon. Vielleicht können wir Angler-Slimes mit Honig-Slimes verbinden. Das wäre doch mal witzig, oder? Oh, er hat ihn gegessen. Wow. Oh mein Gott, hier ist ein Baby. Oh mein Gott, wie süß. Ach du Kacke. Okay, das ist so cute, ne? Die leben einfach nur, um gegessen zu werden. So traurig eigentlich. Also ich will nicht, dass Huhn wiedergeboren werden, das sage ich euch schon mal. Obwohl es schon ziemlich cool ist, ein Vogel zu sein, aber... Obwohl, das sind ja die meisten schon. Okay, sehr schön. Wir sammeln die ein. Perfekt. Also eigentlich können wir zurückgehen, aber ich bin ein bisschen neugierig, um zu gucken, was es dort gibt. Und eigentlich geht jede dieser Türen auf, oder? Ich glaube, man muss dann einfach nur diese Stelle, wo man den Plot reintut, finden. Kann das sein? Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht gehen manche gar nicht auf. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Und das hier ist anscheinend eine gefährliche Gegend, so wie es aussieht. Ja, die ist gefährlich. Das spawnen nämlich immer diese Viecher, die sehr, sehr sauer sind, aus einem komischen, unerklärlichen Grund. Was haben wir hier? Mehr Hühner auf jeden Fall. Die Gockel werde ich mal auch behalten. Warte, wir können die... das ist aber so cool. Die sind sehr cool, aber ich will nichts weglegen. Ich habe leider nicht so viel Platz. Okay, da haben wir mehr davon auf jeden Fall. Die Frage ist so, lohnt es sich mehr mitzunehmen? Ich glaube nicht wirklich, oder? Ich glaube, wir können mehr Hühner mitnehmen auf jeden Fall. Gut, die sind halt im Wasser, ne? Und irgendwie sind die auch elektrisch, diese Angler. Aber die können auch so leben. Also die müssen nicht wirklich im Wasser sein, hoffe ich mal. Obwohl, warte mal, was steht im Slimepedia? So hübsch, lass mich näher. Also da steht nicht... Ah, hier doch mehr. Angler-Slimes bewohnen die tiefsten Tiefen des Slime-Meeres, aber sind jetzt auf der Regenbogeninsel entdeckt worden. Es ist nicht bekannt, was sie aus den tiefsten Abgründen der Fernweite in diesen vielleicht lebhaftesten Teil gelockt haben könnte. Aber vielleicht hat es was mit dem Geschmack eines saftigen, sonnengeküssten Seehuhnschenkel zu tun. Könnte natürlich sein... Oh, hier können wir ein Meets... Okay, okay. Crazy. So viele Sachen, ne? Ist ja unnormal. Aber ich habe immer noch die... Ah, da hinten. Ich wollte sagen, ich hätte die Map noch nicht freigeschaltet, aber da komme ich gar nicht hin. Oder? Oder? Geht das auch ohne Jetpack? Das ist meine Frage. Oh. Okay, ich hatte keinen Fallschaden, das ist gut. Aber ja, wir kommen da leider noch nicht hin. Oh. Okay, das war sehr knapp. Fast hätte ich alles verloren. Wie komme ich da rüber? Oh, ich brauche ein Jetpack-Upgrade, ne? Kacke. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder zurück, würde ich sagen. Oh, warte, das muss... Warte, wo lang müssen wir? Ich glaube, hier hin ungefähr. Oh, das sind leider Tars, aber die sterben ja sofort... Ja, die explodieren sofort im Wasser, habe ich ja gesagt. Okay, wo ist das jetzt aber? Ich habe keine Ahnung. Oh, warte, ich gehe mal hier. Ah, da ist es ja. Wow, wir haben es gefunden. Krass. Diese Gegend ist wunderschön, ohne Scheiß. Aber okay, ich würde sagen, was ist mit dem los? Ich glaube, der hat Hunger oder so. So sehe ich auch mal aus, wenn ich Hunger habe. Ein kleiner Spaß. Ey, das da hinten sieht so geil aus, ne? Ich weiß wirklich nicht, was es ist, aber ich feiere es so hart. Ey, wir haben voll viel bekommen. Ich meine, da stand jetzt nichts, dass die unbedingt Wasser brauchen, um zu überleben. Und ich laufe gerade den falschen Weg lang, leider. Nein, nicht runterfallen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, da lang müssen wir. Ja, ich verirre mich halt sehr schnell. Ich habe nicht so die beste Übersicht. Deswegen soll ich vielleicht mir die Gegend einfach mehr besser einprägen. Ich meine, ich habe mich schon immer in Slime Ranger sehr schnell verirrt. Ja, okay, wir sind ja gleich zu Hause. Dahin sehe ich schon das Dach. Ey, unser Zuhause sieht einfach so geil, dass ich feiere so hart, ne? So ein Zuhause braucht jeder Mensch, das sage ich euch. Ob es so ist, Bauer zu sein, ich habe keine Ahnung. Wisst ihr was? Wir gehen erstmal schlafen und schauen mal, was die nächste Nacht uns bietet. So, bis zum Morgen schlafen. Okay, es ist 6 Uhr morgens. Wahrscheinlich sieht es wieder dunkel aus. Ja, es sieht immer morgens dunkel aus. Wahrscheinlich haben wir Winter hier im Spiel oder so. Also, eine Hühnerfarm würde ich gerne erstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich werde erstmal die Angler-Slimes hier reintun. Ja, mehr kann ich da nicht rein. Ich kann nur die Angler-Slimes hier reintun. Aber was ist hier nochmal? Fleisch, oder? Ist hier Fleisch? Ja, die essen Fleisch. Okay, sehr interessant. So, ich würde erstmal gerne ein paar Plots bekommen, weil ich kann die leider nicht aufheben. Okay, ich gebe euch alle Hühner. Scheiße, dafür finden eh noch neue. Lass die mal aufheben und gucken, wie viel Geld die geben werden, diese Plots. Weil ich glaube, die werden viel wert sein, weil kommen halt ein bisschen später, diese Slimes. Waren das doch 4? Scheint ja. Okay, lass mich ein bisschen mehr reintun. Sollte okay sein, denke ich. Oh, was ist jetzt los? Die sind K.O. Wir sind die K.O. Wehe, die sterben oder so. Könnte natürlich aber auch passieren. Ich weiß es nicht. Ihr seid hier für mich, um hier für mich zu arbeiten. Okay, wann lernt ihr es endlich? Okay, ich hoffe einfach nur ganz stark, dass sie jetzt nicht irgendwie rausfliegen werden oder so. Das wäre echt ärgerlich, aber... Was? Nee, 43? Das ist ja... Nee, 23 leider nur. Okay, was heißt leider nur? Ja, 23. Sieht aber so ähnlich aus, deswegen. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Und Honig? Warte, wo ist Honig? 32. Honig ist ein bisschen mehr wert. Sehr interessant. Die können wir aber erst holen, wenn wir hohe Wände uns leisten können. Und können wir? Denn jetzt können wir vielleicht, weil das Ding ist, die Honig-Slimes, die sind jetzt auch nicht so, dass sie quasi... Warte, was essen die Honig-Slimes überhaupt? Fleisch und Frucht. Okay, das ist sehr gut. Da können wir das gleich reintun hier. Oder können wir aus dem Geld, was wir dann bekommen, sofort ein Dingsabumster machen, ein Plot-Sammler. So, ich schmeiße mal alles hier rein. Die sollen sich schön kombinieren. Genau, also fürs Erste muss ich wahrscheinlich die Sachen erstmal so aufheben. Und ja, manchmal springen die schon sehr hoch. Oh mein Gott. Okay, alles gut. Oh, nein, nicht rausfliegen, bitte, Leute. Nicht rausfliegen. Okay, wir sammeln erstmal hier alle. Oh Gott, die Plots zu finden wird gar nicht so... Oh, der eine ist rausgekommen, oder? Wow. Ja, manche werden leider rauskommen. Ist ja leider so. Ist aber in Ordnung. Wir brauchen auf
jeden Fall eine Decke. So, ich will nur die Plots haben, man. Ich will... Ah, die Plots wahrscheinlich für die Verwandlung waren die, ne? Ja. Na gut, ich lasse die erstmal alleine. Ich komme gleich wieder zurück zu denen. So, ich nehme erstmal die ganzen... Genau. Und jetzt werde ich euch das geben, würde ich sagen. Ich meine, ihr mögt das ja, ne? Würde ich sagen, genau. Oh, da ist einer leider rausgekommen. Ist aber nicht so schlimm, Buddy. Komm, du kannst sterben gehen. Oh, noch einer ist rausgekommen. Na gut, dann wirst du eben auch sterben, meinetwegen. Wieso nicht? So, ihr ist alles, ne? Ja, genau. Da könnt ihr die Gockel haben, würde ich sagen. So, wieso seht ihr die ganze Zeit so komisch aus? Was ist euer Problem? Geh mal die Honigdinger hier. Nur ein Honigplot? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Also, ich kann euch Fleisch oder Frucht geben. Okay, da würde ich sagen. Oh, hier haben wir noch eine. Ich würde sagen, wir verbessern auf jeden Fall als nächstes das hier, damit die ein bisschen schneller wachsen, die ganzen Sachen. Oh, warte mal. Wir haben hier eine Nachricht. Lass mal hingehen. Oh, von ihm. Beatrix, habe es geschafft. Ich glaube, ich habe einen super rätselhaften Code geknackt, der mir geschickt wurde. Es war schon nicht komplex. Ich glaube, die KI, die den Code geschaffen hat, zeigt einen Verstand, der mit meinem vergleichbar ist. Also, euch ist fortgeschritten fast außerirdisch. Oh, du fragst dich vermutlich, was da dann stand. Nun, ich habe festgestellt, dass diese rätselhafte, vielleicht sogar außerirdische KI-Nachricht geschickt hat, in der steht: Hallo? Nicht viel, aber Freundlichkeiten bedeuten noch etwas. Noch wichtiger aber, in dem Moment, in dem ich sie geknackt hatte, erhielt es eine weitere Nachricht. Es scheint fast, ob diese rätselhafte KI mich überwacht. Wie aufregend. Ich habe sie noch nie entschlüsselt, aber der Code ist wesentlich komplexer. Das sollte Spaß machen. Nun, zurück an die Arbeit. Andere Leute hatten Angst, wenn sie beobachtet werden, und der Typ freut sich drüber, wenn er beobachtet wird. Irgendwie funny. So, du musst leider auch sterben. Es tut mir leid, Buddy. Sag bye zu den Leuten. Bye, Fritz. Wieso heißt jeder Fritz bei mir? Hey, und boom. Na, boom. Yeah, hat funktioniert. Okay, sehr schön. 145 haben wir noch nicht so viel, aber... Warte mal, aber hier sollte sich ein bisschen was gesammelt haben. Wir können das nochmal hier aktivieren. Ja, doch. Okay, das ist ganz schön viel. Warte, wir können sogar alles aufsaugen. Okay, das war echt gerade, muss ich sagen. Okay, fliegen da noch welche raus oder nicht? Wir müssen auf jeden Fall eine Decke dafür holen. Da können wir auch mehr davon platzieren. Das sollte jetzt aber ziemlich viel Geld sein. Die Frage ist nur, was will ich verbessern? Das ist die Frage. Ja, Kurt, eigentlich müssten wir einen Plot-Sammler holen, würde ich sagen. Und das werde ich wahrscheinlich auch sogar tun. Ja, ich glaube, ich mache es sogar, oder? Wir holen jetzt mal den Plot-Sammler und dann werden wir die Erdbeeren verbessern. Plot-Sammler kaufen, sehr schön. Und jetzt sparen wir Geld, um das hier zu verbessern. Und hier können wir theoretisch eine Hühnerfarm aufbauen, oder? Okay, warte mal. Die Angler-Slimes können normalerweise weggehen, würde ich sagen. Weil brauchen wir mehr davon? Ich behalte sie erstmal noch in... Obwohl, ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Oh, warte mal, was hat sie eigentlich bei euch gesammelt? 4 davon und 4 davon. Nicht so viel tatsächlich. Aber ich fütter ich habe aber auch selten, ne? Ja, man kann auch etwas holen, damit sie ein bisschen ruhiger sind. Das ist so eine Musikbox. Ist ja auch ziemlich geil. Ich muss doch gucken, wie viel wert sie ist. Und wenn man die holt, kann man das wirklich auch sehr, sehr voll machen dort. Also das ist schon ziemlich geil. Okay, lass mal kurz gucken, wie teuer ist denn so eine Musikbox? 350. Okay, gar nicht so teuer tatsächlich. Das ist gut. Kann man halt voller machen und so. Ist halt deutlich besser, muss ich sagen. Und theoretisch kann ich euch jetzt mal da rein tun. Ups. Ja, okay, ihr werdet wahrscheinlich rausfliegen. Ist aber nicht so schlimm, wenn, weil ich meine, ihr mögt ja eh nur Fleisch, glaube ich. Okay, was ist unser nächstes Ziel? Ich glaube, ich gehe nochmal kurz in den Keller, wenn ich ihn finden würde, natürlich. Oh, warte, hier ist eine Gockel. Was ist das hier? Irgendein Teleporter, der mich irgendwie zurückführt oder so. Genau, wie teuer ist das hier? 1800, okay. Ah, die war hier, die Höhle, ne? Ja, ich habe sie gefunden. Okay, lass mal sehen, wo bin ich hier? Ah, sehr nice, okay. Okay, was können wir hier holen? Jetpack wollen wir holen. Hier. Wir brauchen mehr Geld, wir brauchen Phosphorplot. Haben wir normalerweise? Ah, ne, haben wir noch nicht, stimmt. Sind die dann doch gestorben? Ich glaube ja, ne, weil es nicht dunkel genug da war. Scheiße. Aber wir können ja auch die Plots von Phosphors anders sammeln, indem wir einfach Phosphors finden und den Essen geben. Also wir müssen ja nur die Plots haben. Strahlendes Erz. Ja, wie bekomme ich sowas? Ja, wir brauchen sowas, glaube ich, hier. Wir haben Hoppelplot, 8 Stück. Und wir brauchen mehr Geld. Das würde ich mir holen. Ressourcenernter, ja. Ja. Okay. Was machen Hühner hier eigentlich in diesem komischen Raum? Ich meine, wir werden sowieso alles nochmal holen. Keine Frage. Ich will nur gerade eine bestimmte Grundbasis an Geld bekommen. Wenn wir wenigstens dieses Problem außer Gefecht gesetzt haben oder wie auch immer. Das war nicht wirklich ein Wort, ich weiß. Na gut, ihr bekommt auf jeden Fall noch das hier. Ihr mögt ja auch Fleisch, ne? Wie ich weiß. Alles klar, ich würde sagen, wir gehen nochmal raus und ich würde sagen, wir gehen nochmal an diese eine Stelle, wo wir vorhin waren, richtig? Oh, hier haben wir ein Hoppelplot, 2 Hoppelplots. Sehr schön. Okay, das behalte ich auf jeden Fall mal in meinem Inventar. Warte, wir können sie auch so reintun, oder nicht? Genau. Und dann müssen wir, ich glaube, da reingehen. Das Ding ist, wir haben leider noch kein Jetpack. Das ist ein bisschen blöd. Na gut, wir auch mal, wir werden uns mal teleportieren. Und wir brauchen auch mehr Gemüse, hundertprozentig, ja. Ich muss auf jeden Fall beim nächsten Mal eigentlich eher die Erdbeeren verbessern, damit die schneller wachsen. Und selbst auch welche mitnehmen hier. So Erdbeeren und sowas sollte ich immer mitnehmen, theoretisch. Weil es scheidet momentan ein bisschen am Essen, dass wir nicht so viel Geld haben. Okay, ich würde gerne dieses Mal so ein bisschen weitergehen und einfach mal gucken, was wir noch so dort finden können. Ich meine, wir rennen gerade, genau, mitten ins Nix gefühlt. Oh, da sind Tars leider. Oh nein, die sind gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Sogar vor allem, ich habe keine Ausdauer mehr gerade. Jetzt attackieren sie mich auch noch. Na super, chill euer Life. Ja, wir kommen hier leider ohne Jetpack nicht weiter. Leider, Leute. Oh nein, Alter, die töten sie. Das ist so crazy, ne? Die sind doch alle gestört, Alter. Okay, ich bin mal hier lang, ne? Lass es nicht von mir stören. Okay, eine Karotte mehr. Sehr schön. Dafür hat es sich gelohnt, herzukommen auf jeden Fall. Oh, was ist das hier? Oh, Wassersalat. Nicht schlecht. Das einzige Glaswasser, das empfohlen für Menge Ballaststoff. Warte, ist das Obst? Nee, das ist Gemüse, meine ich ja natürlich, oder? Ist es Gemüse? Ja, ist Gemüse, okay. Ich meine, könnte man sogar tun. Und Hoppelschleims lieben die auch. Also ich würde die sogar anpflanzen, theoretisch, weil Gemüse wächst halt irgendwie ziemlich schnell. Ah, das ist natürlich problematisch gerade. Also, oh, da oben, genau, da komme ich da jetzt hin oder nicht? Hm, ich würde da echt gerne hinkommen. Ich weiß halt nur noch nicht, wie gerade. Vielleicht hier, dann hier. Oh mein Gott, let's go. Wir haben nur einen Teil freigestellt, leider. Ist nicht so viel, aber besser
besser als nichts, muss ich sagen. Ah, ja, ja, genau. Das war doch ein... Oh, warte, habe ich... Hä? Laber nicht. Was für ein Zufall. Ich meine, ich glaube nicht wirklich an Zufälle, aber ich meine ja nur ziemlich crazy, Bro. Okay, lassen wir durch die Höhle gehen und gucken, was es hier so gibt. Oh, gefährlicher Ort anscheinend. Kapsel? Für was da drin? Da drin ist ein... Was? Oh, wir haben eine Herztübe bekommen. Sehr nice. Was haben wir jetzt bekommen? Hallo? Ah, Speicherzelle. Wird ein Fabrikator benutzt, um den Tankboost des Backpacks... Ah, sehr schön, sehr schön. Okay. Und hier geht das noch nicht auf. Okay. Hier gibt es so viel zu erkunden, Leute. Ich weiß einfach nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Das ist jedes Mal so... Honig und Hoppel. Wie geil sieht das denn bitte aus? Aber wir haben ja schon beide. Also, ja. Ein paar mehr Erdbeeren können wir auch noch mitnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall deutlich mehr zu essen. Das steht sowas von fest gerade. Ah, da oben wollten wir ja lang, ne? Ja, 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 ja. Okay, aber da kommen wir leider noch nicht hin. Ich glaube, da kommt man auch wirklich nur mit einem Jetpack hin. So von hier nach da fliegen, oder? Sieht ganz so aus, ja. Boah, ich würde echt gerne jetzt schon hin, aber ich habe nachher noch kein Jetpack. Ich nehme mal die hier mit, obwohl das ist auch Obst, ne? Leider. Okay, wir gehen jetzt mal wieder zurück. Oh, langsam wird es echt dunkel. Wir sollten nach Hause gehen, Leute. Sonst habe ich Angst. Sonst kommt noch jemand und entführt mich und da gibt es keine Videos mehr. Noch ein paar Karotten nehme ich gerne mit. Okay, abends sind wie sehr viele Karotten hier. Vor allem, wenn die noch nicht auf den Boden gekommen sind, dann lohnt sich noch mehr. Ja, ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Essen und da ist ein Tars. Scheiße. Ist das der richtige Weg überhaupt? Ja. So, wen finde ich am besten? Wer gibt mir am meisten Geld? Warte, ist hier auch Gemüse oder? Nein, leider nicht. Schade. Ich glaube, momentan geben mir die wirklich am meisten hier. Aber warte, hier ist Frucht, ne? Da gebe ich euch Frucht auf jeden Fall. Und ihr ist alles. Ihr kriegt auch ein bisschen was. So, dann gehen wir schlafen und warten, bis der Plot-Sammler wieder alles eingesaugt hat. Oh Gott, du musst schon... Siehst du, wenn du rausfliegst, stirbst du. Was ist das wert? Ach, die kombinieren sich, deswegen fliegen die alle raus, ne? Scheiße. Ja gut, wir gehen erstmal schlafen. So, guten Morgen, liebe Leute, guten Morgen. So, wir holen erstmal das ganze Geld ab. Ich werde erstmal euch ausnutzen. Oh, warte, waren das alle? Nur so wenig? Ja, okay, das geht eigentlich. Ich will mich nicht beschweren. Junge, was ist dein Problem? Bist du dumm? Anscheinend bist du dumm, oder? Du bist ganz schön dumm. Oh mein Gott, ihr seid alle dumm. Ihr seid alle dumm. Was zum Teufel tut ihr da? Junge, chill. Okay, ihr übertreibt eure Lage wirklich. Das ist es wirklich nicht wert, deswegen zu sterben. Es ist wirklich nicht wert, das sage ich euch, Leute. Okay, okay. Was ist da los bei denen? Die ticken ja alle komplett aus. Oh mein Gott, ja. Das ist grad... Ach, die explodieren aus einem. Wieso? Was passiert hier? Braucht ihr Wasser oder was ist euer Problem, ihr Loser? Geh wieder rein, Mann. Wir müssen eine Decke holen für die, ja, hundertprozentig. Schnell. Okay, warte, wir können jetzt eine Decke holen. Perfekt. Obwohl, normalerweise, ja, ich muss eine Decke holen. Ihr seht, das geht nicht anders. Fangnetz kaufen, ja. Muss sein. Da gibt's, also, das ist nicht mal eine Widerrede. Okay, das Ding ist, das Fangnetz kann leider auch kaputt gehen. Sollte ich vielleicht erwähnen. So, was habt ihr denn Schönes für mich hier? Schlecht auf jeden Fall. Eine Menge. Okay, das sollte jetzt eine Menge Geld geben. Ja, perfekt. Sehr schön. Wir haben überall Plot-Sammler. Wir haben fast überall Sammelnetz oder wie auch immer. Ihr wisst schon, das was dieses Ding da. Oder hier auch? Ja, hier auch, ne? Sonst, hier hätten wir ein Problem. Hier hat sich am wenigsten gesammelt. Hier, ich würde den aber auch nicht, ne? Das ist das Problem, glaube ich. Okay, zuallererst werden wir auf jeden Fall das hier upgraden. Und zwar fruchtbarer Boden, maximalen Ertrag. Ja, das klingt ganz gut. Und doppelt so schnell würde ich auch gerne. Zum Glück hat sich hier noch ein bisschen was gesammelt. Okay, solange der nicht rauskommt, ist alles gut. Und Musikbox werden wir auch noch brauchen. Wir brauchen sehr vieles, aber das Wichtigste holen wir zuerst. Ich habe halt irgendwie immer noch das Gefühl, ich bin am Anfang des Spiels noch. Also wir brauchen ja 1800 und das würde ich vielleicht sogar in der Folge gerne bekommen, um in eine andere Gegend zu kommen. Ich würde da wahrscheinlich diese Gegend zuerst vielleicht halten hier. Warte, wir haben jetzt genug Geld für was eigentlich? Ich glaube, ich werde das hier nochmal genau. Jetzt geht es noch schneller. Und dann können wir vielleicht hier einen Garten holen nochmal, oder? Das kostet aber ein bisschen mehr. Ich glaube, im neuen Garten würde ich dann sogar noch gerne Obst anpflanzen, würde ich sogar sagen. Weil wir haben eigentlich genug Gemüse. Oder ich mache gleich zwei neue Gärten. Das geht natürlich auch. Aber wir geben euch ein bisschen Gemüse. Und euch meinetwegen auch, weil ihr kriegt eigentlich nie was. Das ist das Problem. Weil guck mal, das Ding ist, die essen Frucht. Die essen auch Frucht. Und die da hinten essen sogar auch Frucht. Also ich glaube, ja, Früchte lohnt sich sogar mehr. Ah, ne, die essen gar keinen. Aber die haben genug hier auf jeden Fall. Die haben ziemlich viele Plots fallen lassen. Warte mal, die will ich gerne alle aufsammeln. Genau, würde ich sagen, ich werde jetzt mal einen neuen Garten aufmachen. Oder werde ich das tun? Ich würde sagen, ja. Oder Garten, wir können sogar einen Hühnerstall aufmachen. Oder hier ein Silo, was gibt's noch? Verbrennungsanlage. Ziemlich cool eigentlich. Teich. Ah, damit können wir Wasserslimes wahrscheinlich holen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Garten, ja. Hundertprozentig. Und da packe ich dieses Mal noch eine Frucht rein, würde ich sagen. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut gerade. Also wir kommen langsam gut voran. Was ich eigentlich tun könnte, ist einfach nur schlafen, um zu warten, bis das Gemüse wieder nachwächst. Aber diese Taktik mag ich irgendwie nicht so. Manchmal passiert das und dann sie drehen die irgendwie durch. Das ist ganz, ganz komisch. Wir brauchen auf jeden Fall eine Musikbox für die, das steht fest. Okay, wir müssen uns jetzt langsam aber sicher um Jetpack kümmern. Das steht ebenfalls fest. Obwohl, dafür brauche ich ja nur ein bisschen mehr Geld. Das könnten wir auch holen, natürlich. Das ist halt auch eine einmalige Verbesserung. Das Jetpack kann man anscheinend sogar zweimal verbessern oder auch sogar öfter. Ich weiß es nicht genau. Sprintstiefel ist auch ganz cool. Ja, ich würde sagen, wir holen jetzt ein bisschen mehr Geld für dieses eine Upgrade dort. 450 brauchen wir dafür. Das ist ein Boot. Was zum Teufel? Ach so, mit dem Boot kamen wir an, ne? Warte mal, können wir da noch mehr finden oder wie sieht es aus? Nö, ist ein normales Boot. Ziemlich episch. Ich sammle das aber noch ein bisschen mehr Essen ein. Weil, wie gesagt, das ist das, woran es meistens ein bisschen scheitert. Durch sind vor allem sehr, sehr wichtig. Oder oben ist irgendwas. Wie komme ich da denn hin? Auch mit dem Jetpack wahrscheinlich, ne? Oder? Vielleicht kann ich hier auch irgendwie hochkommen. Ja, mit dem Jetpack ist das Leben viel einfacher, das sage ich euch. Oh, ne! Okay. Ich meine, bitte sehr. Ich gebe dir alles auf jeden Fall. Wo warst du denn die ganze Zeit versteckt? Warte mal kurz. Ich muss ganz schnell nachsehen. Er ist hier alles. Er ist genau hier an dieser Stelle. Ich dachte mir schon, dass da irgendwas sein wird. Ich hatte es im Blut. Okay, dann lass uns mal ein bisschen mehr Essen für den einsammeln. Oh, warte mal. Wenn die sich kombinieren, ist es ja so, dass der Slime die Kacke des anderen Slimes ist. Wollte ich nur kurz mal anmerken. Und dann verwandelt er sich auf jeden Fall. Sehr nice. Ich wusste, dass es hier noch einen anderen Slime gibt. Ich wusste es einfach. Okay, ich werde nicht zurückgehen, bevor wir ihn gefüttert haben, weil er braucht nicht mehr so viel zu essen. Okay, mit Hühner kann man ja auch füttern. Die Pinken, dann essen ja alle. Alles, meine ich. Okay, das sollte jetzt reichen. Er sollte dann noch explodieren. Ich wusste so hart, dass da noch einer ist. Ich wusste es so hart. Ich glaube, das ist aber deine letzte, Lisa.
Anfangsgegend. Ich glaube, mehr als drei sind da nicht. Aber man weiß ja nie. Aber wie versteckt der vor allem ist, ne? Okay, wir füttern nicht mal mit Hühnern, bitte sehr. Immer noch nicht explodieren, wa? Okay, jetzt endlich. Okay, und was passiert? What? Ganz viele pinkene Slimes und das... Was? Okay, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Was ist das überhaupt? Okay, und das bringt mir was? Oh, warte, wir kommen jetzt dahin. Oh mein Gott, crazy. Let's go. What? Alter, was geschieht da gerade? Warte, da passiert irgendwas ganz, ganz krasses. What? Okay, das ist gerade crazy. Wir gehen jetzt mal wieder zurück, Leute. Das ist krass, das ist krass. Das kann man ja wirklich niemandem erzählen, Leute. Die werden euch nicht glauben. Okay, auf geht's nach Hause wieder. Das war nämlich crazy. Ich glaube, da gehen wir aber in die nächste Folge erst rein. Ich meine, ich brauche ja etwas, um die nächste Folge spannend auch für mich zu machen. Wir haben ziemlich viel Essen, also wir kommen auch mit viel Essen nach Hause, was unnormal gut ist, weil dann kriegen wir auch sehr viel. So, dann würde ich sagen, ich befütter euch mal hier. Dann packe ich da noch einen davon rein. Ihr kriegt dann noch mehr, noch ein paar Hühnchen. Ihr bekommt dann noch ein paar Karotten auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt. Genauso wie ihr da drüben. Hey, was machst du hier, du Gockel? Hör, komm her. Oh nein, die kommen raus, leider. Scheiße. Oh, Plots Einsammelzeit. Alter Schwede, wie krass. Oh nein, die kommt alle immer raus. Hört auf damit. Ja, die Decke hält halt nicht immer. Aber kurz bevor wir uns schlafen geht, sollte man auf jeden Fall immer die Slimes füttern, weil über die Nacht wachsen die sogar das Essen. Wir haben jetzt, warte, viel Geld? Über 1000. Das erste Mal über 1000. Deutlich über 1000 sogar. Krass. Ja, einer ist leider rausgekommen. Ist natürlich blöd. Aber jetzt, wo wir mehr Geld haben, holen wir erstmal eine Musikbox, würde ich sagen. Hier, Musikbox, ja. Und jetzt würde ich dich sogar wieder reinstecken, tatsächlich sehr gerne. Ups. So, bleib mal drin, weil jetzt solltet ihr entspannter sein. Bisschen relaxer. Ich meine, ab und zu muss man relaxen im Leben. Okay, wir haben ziemlich viel Geld gerade, was der Wahnsinn ist. Boah, was soll ich denn jetzt holen? Ach, hier können wir noch ein paar Sachen holen. Zieh das mal rein. Hier würde ich auf jeden Fall noch irgendwie einen Garten holen. Das steht für mich fest. Warte, was packe ich in den Garten am besten rein? Das ist die Frage gerade. Vielleicht noch mehr Gemüse? Ich meine, die essen Fleisch und Frucht. Die essen auch Gemüse. Also vielleicht noch ein Gemüse tatsächlich. Na gut, wir gehen erstmal schlafen. Passt schon. So, sehr schön. Wir sind wieder da. Aber gut, Leute, ich würde sagen, ich werde die Folge vielleicht mal stehen lassen. Wenn du mehr davon sehen willst, lass mal oben da abonnieren, aktiv locker und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Und check übrigens mein Instagram aus. Da poste ich, da bin ich ziemlich aktiv auf jeden Fall. Also ja, Link in der Beschreibung und bis zum nächsten Video. Bye.